türkisblaues Meer, Strände wie in der Karibik und viele traumhafte Buchten. Das alles könnt ihr im Süden Sardiniens genießen. Für alle, denen es zu langweilig ist, den ganzen Tag am Strand zu liegen, habe ich in diesem Video drei Wanderungen zusammengestellt, die an tollen Stränden enden. Als erstes geht es zum zweitsüdlichsten Punkt Sardiniens, dem Capo Spartivento. Ich beginne meine Wanderung am Cala de Saperda Longa. Das Capo Spartivento ist der südlichste Punkt auf Sardinien, den man erreichen kann. Denn der eigentlich südlichste Punkt der Insel ist militärisches Sperrgebiet. Die Wanderung führt immer in der Nähe der Küste entlang, auf schmalen Pfaden, vorbei an wunderbaren kleinen Buchten. Und im Oktober ist hier kaum jemand unterwegs. Am Capo Spartivento hat man eine wunderbare Aussicht auf das Meer, was allerdings ein Stück weiter unten liegt. Hier steht ein Leuchtturm, der Faro Capo Spartivento. Und der muss ja schließlich etwas erhöht stehen, um weit sichtbar zu sein. Von hier aus geht es auf einem recht breiten Weg bergab Richtung Chia. Hier liegt ein traumhafter Strand neben dem anderen. Die zweite Wanderung beginnt mitten im Nirgendwo der Berge, ein Stück oberhalb des Capo Malfatano. Der Weg führt über einen gemütlich zu laufenden Panoramaweg mit tollen Aussichten auf das Meer zur Spiaggia di Tuareda. Der Strand ist allerdings noch nicht in Sicht. Dafür so einige andere sardische Spezialitäten, wie zum Beispiel der Erdbeerbaum, aus dem der Honig vom Erdbeerbaum gewonnen wird. Panoramaweg trifft es eigentlich nicht so ganz, denn es geht ein ganzes Stück bergauf und dann wiederum fast 300 Meter bergab bis hinunter zum Wasser. Und auch hier ist im Oktober nicht mehr viel los. Die dritte Wanderung führt von der kleinen Feriensiedlung Pinius Village an der Küste entlang Richtung Chia. Ich nähere mich Chia, diesmal also von der anderen Seite aus. Erst verläuft der Weg über einen Küstenpfad und trifft dann auf eine alte Römerstraße, die bis Chia führt. Da Sardinien einst von Römern besetzt war, finden sich hier so einige römische Hinterlassenschaften. Wobei von der Pflasterung der Straße heute nicht mehr allzu viel zu sehen ist. Unterwegs ergeben sich immer wieder Ausblicke auf die Traumstrände von Chia, die sich bis zum Capo Spartivento ziehen. Mein Ziel ist allerdings der Torre di Chia, von dem man wunderbar über die zwei angrenzenden Buchten schauen kann. Also dann, genießt die Woche, entdeckt was Schönes und vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen.